zum Webinar mit Frau Dr. Ina Schammer. Sollte uns jemand nicht hören oder sehen, bitte kurz melden. Aber ich glaube, das funktioniert alles reibungslos. Das Webinar findet in Kooperation mit dem Bundesverband Patienten für Homöopathie statt. Wer etwas über die Arbeit vom Bundesverband erfahren möchte, geht am besten auf die Homepage oder fragt per E-Mail direkt beim Meinolf Stromberg nach und dann kommt umgehend auch eine Antwort. So, auf der Seite dieses Webinares, also mit dem Titel Magen-Darm-Erkrankung von der Frau Ina Schammer, gibt es dann unter dem Reiter Dokumente genau diese Einleitung. Da sind dann auch die Kontaktdaten da und die kommen gleich nochmal. Und es gibt ein Infoblatt zur Selbstbehandlung und auch ein Handout zum Herunterladen für dieses Webinar. Das Webinar wird auch aufgezeichnet und ab morgen steht es dann jedem zum Anschauen zur Verfügung, der sich hier angemeldet hat. Falls jemand ein bisschen Schwierigkeiten hat, das zu finden, das sieht ungefähr so aus, wie ich das hier unten in Schwarz nochmal eingefügt habe. Das sieht dann auf der Seite von diesem Webinar, sieht das dann so aus, zu diesem Webinar gibt es auch eine Aufzeichnung. Dann kommt der Button fürs Video. Das Video kann man sich ja immer wieder angucken. Darunter sind dann die verschiedenen Reiter. Einmal Beschreibung des Webinars. Das steht, ist eigentlich immer, das ist das, was man immer sieht. Wenn jemand Teilnehmer des Webinars wissen möchte, kontaktieren möchte oder sonst was, kann man auf Teilnehmer gehen. Da sieht man, wer alles teilgenommen hat. Der nächste Reiter ist Dokumente und genau da findet man auch dieses Infoblatt zur Selbstbehandlung und die Unterlagen für dieses Webinar. Es gibt dann auch noch ein Forum, da kann man sich austauschen, wenn man das möchte. Und hier sind die Kontaktdaten vom BPH, E-Mail, Website, es gibt eine schöne Broschüre von der Isabelle Gulliot über die Sache, die man so im Jahresverlauf gebrauchen kann, egal ob Sonnenbrand oder Husten. Dann gibt es die Facebook-Seite. Es gibt auch noch was auf Instagram und auf Twitter. Und was uns dann eher hier noch interessiert, sind die Webinare. Da gibt es jetzt ein Medienangebot für solche Webinare. Die Mitglieder im BPH sind, müssen die kostenpflichtigen Webinare eben nicht zahlen. Die können sie ansehen auf YouTube. Unter anderem, und wer sich nur mal so informieren möchte, bekommt eine Zusammenfassung auf YouTube von den entsprechenden Webinaren. Und es gibt auch noch eine Reihe kostenlose Webinare. So, das war jetzt meine Einführung. Frau Winkler, das verstehe ich jetzt gerade nicht, was Sie da geschrieben haben. Was heißt 95 plus 650? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Haben Sie vielleicht die... keine Ahnung. Gut, denn ich gebe jetzt mal weiter. Sie können es ja dann nochmal erklären. Ah, ich hab's geahnt. Sie hatten da... Aha. Okay. Gut, ich gebe jetzt mal weiter und freue mich auf den Vortrag von der Frau Schammer und wünsche Ihnen allen ein schönes Webinar und schalte mich jetzt. Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, auch die kleine Tochter von Frau Winkler, die sich anscheinend an der Tastatur beschäftigt.
Ja, schönen guten Abend. Heute Abend treffen wir uns ja zu dem letzten Teil meiner Reihe Infektionskrankheiten im Kindergartenalter. Ich habe ja schon bei meinen letzten Webinaren erzählt, wie ich zu dieser Art des Vortragens kam, beziehungsweise zu dieser Themenzusammenstellung. Ich wiederhole das jetzt nur ganz, ganz kurz. In den anderen Teilen, in den ersten beiden, habe ich das ein bisschen ausführlicher gesagt. Im Prinzip geht es mir darum, dass Sie heute verstehen, wenn Sie ein krankes Kind haben, welche Zeitfenster Sie haben und worauf Sie achten müssen, um einen schwerwiegenden Verlauf bei Erkrankungen der Magen-Darm-Grippe bei Ihrem Kind zu verhindern. Es ist so, dass es ja schon, wenn ein Kind eine sehr heftige Magen-Darm-Grippe hat, der Flüssigkeitsverlust Kreislauf wirksam werden kann, sodass die Kinder dann auch schon kreislaufmäßig auch in Not kommen. Und dies gilt es zu verhindern, indem sie rechtzeitig erkennen, wann sie mit dem Kind sich an einen ärztlichen Therapeuten wenden, um eventuell auch dann einfach für eine geeignete Flüssigkeitszufuhr zu sorgen, zum Beispiel in Form von einer Infusion. Oder auch, indem sie erkennen, ob zum Beispiel eine Blinddarmentzündung vorliegt oder eine schwerwiegende Infektion im Magen-Darm-Bereich. Ja, und es gibt aber be bestimmte Erkennungszeichen, die Warnhinweise sind. Das ist natürlich nicht immer so, dass diese Warnhinweise dann 100% dafür sprechen, aber sie sind immerhin dann so wichtig, dass sie dann ärztlichen Rat hinzuziehen sollten. Sie wissen, das wissen Sie vielleicht nicht, aber es ist eine Tatsache, dass auch bei Verdacht auf Blinddarmentzündung ein gutes Drittel der operierten Blinddärme nicht entzündet waren. Also man weiß es wirklich nie 100%, aber es gilt einfach, auf die Warnhinweise zu achten und entsprechend zu handeln, um Gefahr für Leib und Leben des betroffenen Patienten abzuwenden. Und die Kriterien, die gebe ich Ihnen heute mit auf den Weg. Danach werde ich Sie einführen in die Behandlungsmöglichkeiten naturheilkundlich, also in die naturheilkundlichen und in die homöopathischen Therapiemöglichkeiten, die Sie haben, um Ihrem Kind zu helfen. Da gebe ich Ihnen auch die Symptome an, die Ihrem Kind helfen werden. Hoffentlich helfen werden, mit der Erkrankung fertig zu werden. Ja, und am Anfang gehen wir natürlich wie immer auf die Pathophysiologie ein, also auf das Krankheitsgeschehen an sich, damit Sie die Symptome auch verstehen können. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, sehen Sie jetzt sehen Sie diesen roten Punkt nämlich an. Gut, okay, dann fangen wir an. Wie behandeln? Mein Name ist Frau Dr. Ina Schamar. Ich bin in Braunschweig seit 20 Jahren in eigener Praxis, privatärztlicher Praxis niedergelassen. So, im Vergleich, das habe ich Ihnen gesagt eben, wir gucken uns das im Vergleich an. Ich werte im Prinzip die verschiedenen Therapien nicht. Es gibt für jede Therapieform den geeigneten Zeitpunkt. Und das ist es eben die Kunst, das herauszufinden, welches jetzt das geeignetste Mittel ist, um mit möglichst wenig Kollateralschaden, Nebenwirkungen das Kind wieder zur Gesundheit zurückzuführen. Ja, das ist die Herausforderung. Ja, wir gehen wieder ein, wie zu Anfang jedes Seminars hier, dass wir erstmal die Phasen der Entzündung nochmal betrachten oder betrachten, was geschieht bei der Entzündung, bei der Magen-Darm-Grippe. Und dann gehen wir nochmal im Spezifischen drauf ein. So, ich habe Ihnen jetzt hier, bei den anderen Mal hatte ich das noch ein bisschen anders aufgestaffelt. Bei der Magen-Darm-Grippe ist das nicht so ersichtlich, weil Sie eben nicht in den Magen-Darm gucken können, wie Sie in den Rachen gucken können oder ins Ohr gucken können. Aber im Prinzip ist es so, dass so eine Magen-Darm-Grippe beruht
oder einem Magen-Darm-Infekt oder Magen-Darm-Beschwerden beruhen im Prinzip immer darauf, dass sie dass etwas stattfindet im Magen-Darm-Bereich und der Magen und Darm wollen das möglichst schnell loswerden. Ja, das ist darauf beruhen die meisten Krankheitszeichen, dass sie dieses, dass eben ein Lebensmittel, welches nicht vertragen wird, ein Lebensmittel, welches kontaminiert war mit Erregern, möglichst schnell loswerden wollen oder eine Entzündung auf der Schleimhaut haben, welches auch dann versucht, sich, wo die Umgebung versucht, sich zu reinigen. Und das findet eigentlich statt, indem man das relativ zügig mit viel Flüssigkeit hinauskomplementiert. So ähnlich wie wenn Sie Ihre Terrasse reinigen wollen und mit dem Kärcher darüber gehen. Wasser ist ein gutes Reinigungsmittel. Und so ist das im Magen-Darm-Bereich auch. Ja? Die Entleerung sorgt dafür, dass erstmal störende Faktoren hinausbeordert werden und dann die Schleimhaut sich reinigt durch ein serös, wässrig, schleimiges Sekret. Ja, hier haben wir einen, hier sehen Sie eben auch, ne, diesen Kürbis, also das Erbrechen. Das ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Hinausbefördern von störenden Faktoren, die an der, Wiederherstellung der Gesundheit stören. So, es gibt halt bestimmte Erreger, Viren, aber auch Bakterien, wie zum Beispiel die Salmonellen, die Gifte produzieren. Die sind meist gar nicht selber wirklich giftig, sondern die produzieren Gifte oft in den Lebensmitteln, über die sie aufgenommen wurden, sogenannte Toxine. Und diese Toxine, der Körper will diese Toxine nicht aufnehmen, über die Darmschleimhaut in das Blut. Und versucht sich über Erbrechen und Durchfall sich dieser Giftstoffe, dieser Viren und Bakterien zu entledigen. Das ist ein sehr schlauer Mechanismus. Ja? Denn anderweitig würde alles im Darm bleiben über diese vielen Quadratmeter Darmoberfläche, die dafür gebaut sind, aufzunehmen, ja? Würde das in den Blutkreislauf aufgenommen werden und somit in den Körper gelangen. Und das ist bei Giftstoffen nicht ratsam. Ja? Insofern hat der Körper einen Mechanismus entwickelt, also diese Peristaltik, die normalerweise den Schluckvorgang fördert, vom Mund in den Magen runter, das herumzudrehen und von unten nach oben zu bringen. Wenn das nicht mehr geht, wird ein Durchfall produziert. Im Prinzip ist dies, wie ich ja schon versucht habe herauszuarbeiten, eine sehr gute Reaktion. Das Problem ist nur der Verlust an Mineralien und an Flüssigkeit, die dann den Kreislauf des Kindes belasten können. Also einmal die Flüssigkeit an sich. Ja, es ist dann so, dass tatsächlich aus dem Körper auch Flüssigkeit in den Darm strömt, um diesen Spüleffekt zu haben. Diese Flüssigkeit geht dann aber natürlich dem Kreislauf verloren. Und das kann dazu führen, dass das Kind dann kollabiert. Vielleicht kennen Sie das selber auch, wenn man mal so eine richtig schwere liegende Magen-Darm-Infektion hat, dann kollabiert schon manch einer. Also ich selber hatte vor einigen Jahren, Gott sei Dank, einen solchen Durchfall, dass ich nur auf allen Vieren in mein Bett zurück konnte. Und ich konnte nicht aufstehen. Ja. Das gibt es und der Elektrolytverlust, also der Verlust an Salzen, an Mineralien, kann die Funktion der Zellen stören, eben besonders der Herzmuskelzellen und zu Herzbeschwerden führen, was dann wiederum kreislaufwirksam ist. Sodass eine Magen-Darm-Grippe durchaus ab einem bestimmten Schweregrad gefährlich werden kann, auch wenn die Reaktion erstmal gut war und gut im guten Sinne zu verstehen ist. Und das gilt es zu erkennen für Sie als Eltern. Wann ist der Zustand erreicht, dass Sie das stoppen müssen? Oft ist es auch so, dass es dann zu unstillbarem Erbrechen kommt, dass es zu so einer
Empfindlichkeit kommt und wo jeder Schluck Wasser wieder zu Erbrechen und einen neuen Durchfall, eine neuen Durchfallattacke führt. Das ist dann eine physikalische Überreizung der Schleimhaut. Und das ist dann eben nicht mehr gesund. Das ist pathologisch. Ja, und da muss man dann gucken, dass man diesen ganzen Zustand besänftigt. So, was sind die Risiken? Worauf müssen Sie achten? Ich rate Ihnen, und das habe ich bei meinen Kindern auch so gemacht, wenn eine, ich merkte, also wenn eine Magen-Darm-Grippe war, die Kinder sich erbrechen mussten, Durchfall hatten, schwerwiegenderen, also jetzt einmal ein bisschen Durchfall, das machte nichts, aber ich habe dann schon meine Kinder gewogen. Das muss auch gar nicht so invasiv und traumatisch sein. Da kann man sich mit Kind auf die Waage stellen, dann das Kind ins Bett legen und sich selber nochmal auf die Waage stellen und die Differenz wiegen. Und man spricht bei Kindern von einer Austrocknung, also von einem gefährlichen Flüssigkeitsverlust, wenn mehr als 5% des Gewichts verloren gehen. Ja, 5%. Wiegt also Ihr Kind 10 Kilo, sind 500 Gramm, also 10 Kilo sind ja nicht viel, sind 500 Gramm Gewichtsverlust schon dann kreislaufwirksam. Also dann müssen Sie die Situation in den Griff kriegen. Wenn das Kind weiterhin Durchfall hat, weiterhin erbricht, schleimig erbricht mit Flüssigkeit, dann müssen Sie etwas tun. Bei 20 Kilo sind es dann natürlich, ist es 1 Kilogramm. Ja, das können Sie ja durch den einfachen Dreisatz ausrechnen. Außerdem wird die Haut faltig. Also Sie können auf dem Bauch eine stehende Falte machen. Also Sie nehmen eine Bauchfalte, ja, ich nehme so eine Bauchfalte, und wenn die stehen bleibt, dann ist das auch ein Ausdruck für dafür, dass der Körper zu wenig Flüssigkeit hat. Ja, Augen, die sinken ein. Und die Schleimhäute sind trocken. Wenn das Kind die Zunge ausstreckt und Sie sagen, mach mal den Mund auf die Zunge, dann sehen Sie einfach, dass die Schleimhäute ganz, ganz trocken sind und nicht mehr befeuchtet sind. Zum Vergleich gucken Sie halt dem Geschwisterkind in den Mund oder Ihrem Partner, ja, dass Sie einfach sehen, wie sieht eine feuchte Schleimhaut aus, wie sieht eine trockene Schleimhaut aus. Das ist schon sichtbar. Und was auch noch sinnvoll ist, ist, dass Sie einfach gucken jetzt beim Kind, was auf Toilette geht, dann können Sie natürlich die Uhrzeit messen, wie oft geht das Kind auf Toilette und macht Pipi, also lässt Urin. Wenn das länger als 4 bis 6 Stunden her ist, dann wird es auch kritisch, ja? Dann müssen Sie sich was überlegen, was über die Hausmittel hinausgeht. Dann muss dieser Zustand sollten Sie in den Griff kriegen. Bei Kindern mit einer Windel ist das ja relativ einfach. Sie gucken in die Windel und wenn nach 6 Stunden die Windel immer noch trocken ist, kommen Sie auch in diese Situation rein, wo das Zeitfenster sich zu schließen beginnt, wo Sie mit Hausmitteln, homöopathischen Mitteln arbeiten können. Dann ist eine Komplikation das Übersehen einer Blinddarmentzündung. Das ist eine recht häufige Erkrankung bei Kindern. Meistens ist der Blinddarm unten rechts im Unterbauch, wobei die kleinen Kinder das nicht so äußern können. Ja, was sie aber äußern können, ist natürlich so ein allgemeiner Schmerz, aber die können jetzt nicht sagen, da rechts unten und da links nicht und so, das ist schwierig. Was sie aber machen können, ist, dass sie in den Bauch drücken und bei einer beginnenden Blinddarmentzündung, bei einer beginnenden Reizung des Peritoneums, fällt mir der deutsche Name nicht an, des Bauchfelles, tut es erst ein bisschen weh, wenn Sie da reindrücken. Sie halten gedrückt, ein paar Sekunden lang, dann hört der Schmerz auf und dann lassen Sie los. Und wenn das wieder schmerzhaft ist, das ist das Zeichen für eine beginnende Reizung des Bauchfells. Und das weist auf eine Blinddarmentzündung hin. Auch dann sollten Sie ärztlichen Rat suchen, bitte, ja. Loslassschmerz, das steht auch auf Ihrem Handzettel. Das habe ich Ihnen auch auf den Handzettel so aufgeschrieben. Ein Darmverschluss gibt es auch bei Kindern. Oft ist dann Blut im Stuhl und die Schmerzattacken sind heftig. Das sind Schmerzattacken, wie gesagt, und die sind heftig in ihrer Ausprägung. Also das Kind kreischt dann.
Ja, das ist natürlich ein Zustand, der setzt die so und so in einen Alarmzustand. Also die wenigsten Eltern bleiben dann zu Hause, sondern allein durch dieses Kreischen, durch dieses Zusammenkrümmen des Kindes ist den Eltern bewusst, dass hier etwas geschieht, was nicht mehr so zu handeln ist. Und sie werden so oder so, bin ich mir sicher, dann einen Arzt aufsuchen. Ich erwähne das hier nur natürlich der Vollständigkeit halber. Das ist so und so, dass die Grenzen der Selbstbehandlung liegen eigentlich immer da, wo sie in einen Zustand kommen, heftigster Schmerzen, wie sie bisher nicht bekannt waren, und das Krankheitsgeschehen einen Verlauf nimmt, den sie so nicht kennen, und eine Heftigkeit, die sie so auch nicht kennen. Ja, also praktisch jedes Kind erbricht mal, hat mal ein bisschen Bauchschmerzen, so. Aber wenn das wirklich in den Randbereich geht, an Heftigkeit, das ist immer ein Grund, sich Rat zu suchen. Ja, so. Und dann hatten wir ja auch bei meinem ersten Vortrag über Fieber, hatten wir ja auch über Gehirnhautentzündung gesprochen, was häufig mit Erbrechen einhergeht. Und das gilt natürlich jetzt auch hier, dass Sie bei Erbrechen eben nicht nur an den Magen-Darm-Bereich denken müssen, sondern auch gucken müssen, bestehen Hinweise auf eine Gehirnhautentzündung. Ich habe Ihnen da auch die Punkte an die Hand gegeben bei meinem ersten Vortrag. Ich wiederhole sie hier einfach nochmal. Das ist diese Nackenstarre. Das Kind legt den Kopf in den Nacken, lässt sich nicht vorbeugen, hat auch starke Kopfschmerzen und ist nicht wirklich ansprechbar. Also ist vielleicht sehr kurzzeitig nur ansprechbar und dämmert dann auch wieder weg. Und bei einer Gehirnentzündung, die auch mit Erbrechen einhergehen kann, kommt es auch dann zu Krämpfen, also zu Ganzkörperkrämpfen, nicht nur Magen-Darm-Krämpfen. Auch das ist natürlich dann ein Grund, ärztlichen Rat zu suchen. Ja, das ist, denke ich, aber selbstverständlich. So. Ja, dann jetzt, oh ja, den roten Punkt haben Sie. So, was kann man machen, wenn Sie jetzt innerhalb dieser Behandlungsfenster sind, also außerhalb dessen, was ich Ihnen eben berichtet habe, sondern innerhalb dessen sind, wo Sie als Eltern entschieden haben, wir haben noch ein Zeitfenster, dem Kind geht es noch nicht so schlecht, der Wasserverlust ist noch nicht so groß, wir haben keine stehende Falte, keinen Loslassschmerz. Ja, dann können Sie erstmal dafür sorgen, dass das Kind die Mineralien und die Flüssigkeit wieder aufnimmt. Das können Sie entweder machen, indem Sie zum Beispiel das Präparat Oralpedon besorgen aus der Apotheke. Da sind die Mineralien und Flüssigkeit in der geeigneten Zusammensetzung enthalten. Die Kinder trinken das auch einigermaßen gerne. Ich meine, es ist eben so die Frage, manche Kinder wollen gar nichts trinken in so einer Situation. Da ist es wichtig, sie ein bisschen zu animieren, dass sie doch was trinken. Das ist schon relativ wichtig. Ich hatte ja gesagt, bei Fieber sollte man das Kind nicht zum Essen zwingen, aber versuchen Sie, dass das Kind trinkt. Ja, Essen braucht das Kind nicht und bei Magen-Darm-Infekt ja so und so nicht, aber trinken sollte es. Ja, wenn Sie kein Oralpedon zur Hand haben, dann können Sie sich auch eine Elektrolytlösung selber machen. Das Rezept habe ich Ihnen hier angegeben. Wichtig ist, dass Sie den zweiten Aufguss eines schwarzen Tees nehmen. Also das schwarze Tee einmal bereiten, dann das Wasser wegkippen und die Teeblätter noch einmal aufgießen. Das stopft ein bisschen. Sie können dann auf 1 Liter 3/4 Teelöffel Salz geben, 1 Teelöffel Backpulver, 4 Esslöffel Zucker, es schmeckt dann auch und gibt auch die Energie, und eine Tasse Orangensaft. Bitte denken Sie dann auch an die Gewichtskontrolle, damit Ihnen das Gewicht nicht entgleitet. Also viele kennen ja auch dieses Rezept mit den Salzstangen und der Cola. Das kann man bei älteren Kindern und Jugendlichen machen, ja. Bei den Kleinen müssen Sie damit etwas vorsichtiger sein. Diese Elektrolytverschiebung kommt bei den Kleinen mehr zum Tragen. Und allein dieses Kochsalz auf den Brezeln und diese stopfende Wirkung der Brezeln und die Coca-Cola oder Fanta kann man auch machen, sind nicht optimal. Ja, bei so einem
Jugendlichen oder bei sich selber, da kann man das ja machen, der große Körper, der gleicht das aus, aber bei diesen kleinen Körpern ist das nicht so sinnvoll. Sie können natürlich ein paar Brezel geben, ne? So Cola würde ich jetzt nicht geben, so ich würde einen süßen Saft geben, ja, dass sie das aber einfach im Hinterkopf haben, dass das für die Kleinen nicht ganz gut geeignet ist. Ja, ich sag mal unter 30 Kilo, sage ich jetzt mal so. Ich kann das jetzt nicht mit Zahlen, mit Studien belegen, aber da sollten Sie ein bisschen aufpassen. So, ein Warnhinweis jetzt, ein wirklich wichtiger Warnhinweis. Es gibt Imodium. Imodium wirkt zentral über das Gehirn und stoppt die Darmtätigkeit. Und damit wird jeder Durchfall, jedes Erbrechen gestoppt. Das machen ältere Menschen manchmal, wenn sie zur Arbeit wollen, wenn sie eine Flugreise vor sich haben, eine Busreise, eine Zugreise, dann steht der ganze Verdauungstrakt still und sie kommen dann da an, wo sie hinwollen, bis zur nächsten Toilette und ein paar Stunden später. So, das können Erwachsene vielleicht machen. Das ist nicht Sinn, nicht, ist eigentlich nie gut, aber es mag Situationen geben, wo das wichtig ist. Bei einem Kind dürfen Sie das niemals machen, weil ich habe Ihnen erzählt, dass die Schleimhaut des Darmes ist ja dafür da, zu adsorbieren, also Nährstoffe aufzunehmen. Und wenn Sie verhindern, dass die ausgeleitet werden aus dem Darm, dann nimmt der Körper die auf und es kommt zu einer Vergiftung und es kann auch zu einer schwerwiegenden, tödlichen Vergiftung kommen. Vor 2 Jahren so in Braunschweig geschehen, Enkelkind wollte mit der Oma in den Urlaub fliegen nach Mallorca, das Kind hatte Durchfall oder Erbrechen, ich weiß es gar nicht genau. Dann haben sie ihm kurzerhand Imodium gegeben und als er im Urlaubsort ankam, war das Kind tot. Ja. Geben Sie Ihrem Kind niemals Imodium. Ja. Punkt um, fertig, aus. Das ist nichts für Kinder. Für Erwachsene kann man darüber diskutieren, aber für Kinder nicht. Ja, die schulmedizinische Therapie, also die vielleicht nochmal so, die ist natürlich diese Elektrolyt- und Wassersubstitution. Wenn Sie jenseits dieser Bereiche kommen, die ich als Fenster so angegeben habe, dann, wenn Sie ins Krankenhaus kommen, in ärztliche Therapie, in die Praxis, dann kann eine Infusion gegeben werden. Bei Entzündung, Blinddarmentzündung wird operiert, dann natürlich, ne, dann wird, da wird nicht lange gefackelt. Und bei Entzündungen im Magen-Darm-Bereich kann dann auch mal das ein oder andere Antibiotikum gegeben werden, ist aber eher selten. Das ist wirklich selten. Die Selbstreinigungsfunktion des Körpers, die funktioniert meist. Man muss nur aufpassen, dass sie nicht zu gut funktioniert, in Anführungszeichen. Ja, also da besteht im Prinzip, gibt es da nicht weitere große Therapieverfahren. So können wir dann jetzt heute relativ schnell zur Homöopathie übergehen. Ich empfehle bei den Arzneimittelgaben die C30. Ich empfehle das auch für Laien eigentlich, also ich persönlich. Da werden Sie aber bei anderen Therapeuten durchaus auf andere Meinungen stoßen. Viele sagen, Laien sollten nur D6 bis D8 bis D12 geben. Mein Problem damit ist, dass Sie diese Mittel häufiger geben müssen, damit Sie eine gute Wirkung und anhaltende Wirkung zeigen. Bei der C30 haben Sie das nicht. Wählen Sie das Arzneimittel sorgsam. Ich gebe Ihnen einige Tipps. Sie sollten einen homöopathischen Ratgeber zu Hause haben und die Arzneimittel sorgsam wählen und dann auch warten können. Also die C30 geben und dann auch eine Stunde, anderthalb, 2 Stunden warten, den Verlauf beobachten und dann können Sie nochmal das wiederholen. Aber eine C30 müssen Sie selten mehr als 2-3 Mal wiederholen. Während Sie eine D6, D12 oder D8 mehrmals wiederholen müssen, in den meisten Fällen, und man dann unter Umständen in eine Arzneimittelreaktion kommt. Also dieses Bild wird undurchsichtiger. Also ich bin wirklich eher für eine sorgfältige Auswahl der Symptome,
der des Arzneimittels aufgrund der Symptome und dann ein Vertrauen darauf, dass die Mittel dann etwas machen. Weil wenn Sie es sorgsam gewählt haben, wird das Mittel schon etwas machen, in den allermeisten Fällen. Versuchen Sie einfach, sich auch zu sagen, dieses Mittel wähle ich, weil so und so und so, und dieses Mittel wähle ich nicht, obwohl es diese Symptome hat, weil es die nicht hat. Das ist natürlich schon ein bisschen höhere Kunst, aber es sollten einfach die einschränkendsten und schlimmsten Symptome, die das Kind hat, in dem Mittel vorhanden sein, in der Arzneimittelprüfung des Mittels vorhanden sein. Ja? Wenn die Besserung eintritt, warten Sie ab. Bei Nachlassen der Besserung geben Sie das Mittel in Wasser aufgelöst wieder. Ja? Sie können dann, wenn Sie die C30 nicht wiederholen wollen, weil Sie es eigentlich relativ zufrieden sind, können Sie dann nochmal die C12 hinterhergeben. Ja? So, dieses Verkleppern, das in aller Munde ist oder immer wieder erwähnt wird, da geben Sie 3 Globuli in ein Glas Wasser, welches zu etwa ein Viertel gefüllt ist. Und dann unter Bildung eines Strudels verrühren Sie heftig, und dieses Verrühren machen Sie so oft, bis die Globuli aufgelöst sind. Ja, wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie die gerne in den Chat stellen. Ich versuche auch rüber zu gucken, ne, dass wenn Fragen aufkommen, dass ich dann gleich darauf eingehe. So, dann haben wir, genau, und jetzt kommen wir auf die homöopathischen Durchfallmittel. Wir gehen erstmal auf Durchfallmittel ein, dann auf Mittel bei Erbrechen. Und ein ganz häufiges Mittel bei Durchfall ist die Pulsatilla. Ein Kindermittel, also ist so und so ein häufiges Kindermittel und ja, und auch ein Mittel für den Magen-Darm-Bereich. Typisch ist, dass das Kind durstlos ist bei dieser Erkrankung. Das ist natürlich, ne, nicht so schön, weil sie ja eigentlich wollen, dass das Kind trinkt, aber das Kind will nicht trinken. Das ist typisch für Pulsatilla. Nach Pulsatilla sollte das Kind eigentlich dann auch Durst kriegen und auch trinken. Ja? Das Auffällige ist, man will ja immer wissen, wenn man Arzneimittel dann vergleicht, wie sieht der Stuhl aus? Ist er grün? Ist er gelb? Ist er fest? Ist er zu flüssig? Ist er? Bei Pulsatilla gleichen sich keine zwei Stühle. Ja, typisch ist die Causa, dass das Kind vorher auf dem Kindergeburtstag war oder auf einem Geburtstag war und zu viel, ich sag mal, Kram gegessen hat. Vor allen Dingen Sahnetorte, also so Fettiges, zu viel Fettiges verträgt Pulsatilla nicht. Und Pulsatilla braucht sehr viel Trost, ist sehr anhänglich und kann nicht alleine bleiben. Also das ist nicht das Kind, welches Sie, wenn es jetzt erbrochen hat, Durchfall hatte, wieder in sein Bettchen zurücklegen können und sagen können, wenn was ist, dann rufst du. Also das Kind braucht den Körperkontakt, braucht die Nähe. Das ist ja im Krankheitsfall eigentlich das Typische. Also erstaunlich ist es ja eher, wenn es andersherum ist, wenn das Kind alleine liegen will und in Ruhe gelassen werden will. Ja, das werden Sie bei Pulsatilla niemals haben. Und was auch ist diese Besserung durch kalte Luft oder auch kalte Auflagerung, eher Kälte. Und wenn Durst, dann auf kalte Getränke, welche dann aber wiederum den Magen-Darm-Bereich reizen können. Es kann sein, dass sie vertragen werden. Das ist das Paradoxe und würde dann auch nochmal Pulsatilla durchaus bestätigen. Ja. So, dann haben wir die Kamille, die Kamomilla. Das ist auch ein sehr häufiges homöopathisches Durchfallmittel. Die meisten von Ihnen, die sich schon ein bisschen mit Homöopathie beschäftigt haben, werden auch wissen, in welchen Phasen Kamomilla bei Durchfall sehr häufig vorkommt, nämlich bei Zahnung. Ja, Kamomilla ist ein typisches Zahnungsmittel. Diese Kinder werden sehr unleidlich. Sie haben halt diese Zahnschmerzen, das drückt im Mund, sie beißen viel herum und sie kriegen einen sauren, grünen Stuhl, der auch wundmachend ist. Der Po ist wund, ohne dass ein Pilz vorhanden ist. Das ist durch diesen wundmachenden Stuhl, ja, durch diesen sauren Stuhl. Und die Koliken, das sind schneidende Blähungskoliken, die dann auch auftreten. Also dieses Kind weint, aber auf eine ganz andere Art und Weise als Pulsatilla. Bei Pulsatilla werden die mütterlichen Instinkte geweckt und genährt. Die Mutter
die meisten Mütter oder überhaupt Angehörigen, Väter, Leute, die dabei sind, empfinden sehr großes Mitleid für dieses Kind, versuchen es zu trösten und zu liebkosen. Das Camomilla-Kind, das geht allen auf die Nerven. Ist sehr gemein, denn das Kind hat Schmerzen, ist überreizt, fühlt sich sehr, sehr schlecht, aber es lässt niemand an sich ran. Wenn man versucht, es zu trösten, stößt es einen weg, schreit, beugt sich nach hinten bei Trost und ist kaum handelbar. Es ist, es entsteht eine leichte Aggression auch. Das Kind hat die und bei den Betreuenden entsteht die auch. Großeltern, Eltern, Geschwister, dieses Schreien ist für alle auch sehr schwer aushaltbar. Ja. Dann gibt es ein sehr schönes homöopathisches Durchfallmittel für Zustände nach verdorbener Nahrung. Ja. Zum Beispiel Fisch. Wenn Fisch gegessen wurde, der vielleicht nicht 1A war, ja, dann ist Arsenicum Album das Mittel der Wahl. Auch bei Fleischvergiftung. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie das erleben. Aber wenn doch, wenn der Verdacht besteht, Sie waren alle auf einer Feier, haben alle irgendwas gegessen und hinterher heißt es, alle möglichen Leute haben Durchfall, dann ist Arsenicum schon ein gutes Mittel. Ja, ein Mittel, welches sehr häufig Beruhigung in die gesamte Situation bringt. Typisch ist, dass die Durst haben, ja, in kleinen Schlucken, also es wird nicht ein ganzes Glas getrunken auf einmal, sondern in kleinen Schlucken, was ja bei Magen-Darm-Infekten durchaus sinnvoll ist, denn diese Menge, wenn eine größere Menge an Wasser getrunken wird, wird das oft wieder erbrochen wegen der Überreizung, der physikalischen Überreizung schon des Magens dann. Durst auf Eiskaltes, welches dann aber nicht vertragen wird. Schmerzen sind brennend, wenn das Kind das äußern kann, ja, also ein Brennen im Bauch. Ja, brennen in der Speiseröhre, brennen nach dem Erbrechen, so, brennen. Und eine große Schwäche. Schwäche und Unruhe, das steht hier auch, genau. Also große Schwäche, aber auch eine Unruhe. Die liegen nicht still im Bett. Die wälzen sich von rechts nach links, von oben nach unten, kommen zu ihnen gekuschelt, gehen wieder weg. Also es ist sehr schwer, die zu ertragen durch diese Unruhe schon, die. Ja, das Bett ist zerwühlt und die können auch nicht alleine bleiben. Ja. Arsenicum Album, ein sehr schönes Mittel. So, und dann haben Sie noch ein Mittel, Nux Vomica, genannt die Brechennuss. Das kommt gleich beim Erbrechen auch nochmal. Das Typische für Nux Vomica ist, dass Sie krampfartige Zustände haben. Sie haben Phasen, in denen keine Schmerzen bestehen, wo schon ein Krankheitsgefühl ist, aber keine Schmerzen, abgewechselt von Krampfzuständen. Das nie erledigte Gefühl soll beschreiben den Stuhldrang. Die sitzen auf Toilette und haben immer das Gefühl, es kommt noch was. Es kommt noch was. Die wollen die Toilette nicht verlassen oder verlassen die Toilette, gehen wieder hin, weil sie denken, oh, es kommt doch noch was. Haben ein großes Verlangen nach Wärme. Sind auch gereizt, ja, sind durchaus gereizt, wie Camomilla, nicht ganz so. Also die bringen nicht ihre ganze Umgebung mit in diese reizbare Stimmung, aber sind gereizt, wollen kein Radio hören. Wenn die Schwester da drumherum, Schwester oder Bruder drumherum spielen, eine Kassette hören wollen, Bibi Blocksberg oder was es da so gibt, das wollen die nicht. Ja, die sagen dann, hör auf, mach das aus, lass mich in Ruhe. Na, die wollen dann doch lieber alleine liegen, als diesem Geräuschpegel ausgesetzt zu sein. Auch Gerüche mögen sie nicht. Also Geruch von Essen stößt sich schon ab. Druck der Kleider ist auch störend. Ja, die wollen keine Schlafanzughose haben. Das stört alles. Wärme bessert, habe ich schon gesagt. Die Wärmflasche, ja, das ist Nux Vomica. Hm. Auch, also wenn diese Symptome passen und Sie das Ihrem Kind geben in der C30, werden Sie innerhalb von 2 Stunden eine deutliche Besserung merken. Ja, das, und dieses Zeitfenster haben Sie ja meistens. Ja, Sie wiegen das Kind, Sie gucken sich die Haut
Tonus an, wie ist die Falte. Sie gucken, wann hat das Kind das letzte Mal gepinkelt. Ja, und dann, dann sind Sie relativ sicher, wenn Sie meine Grenzen beachten und können in dieser Zeit, anstatt nur abzuwarten, homöopathische Mittel geben. Ja, damit, da spricht überhaupt nichts gegen. Und Sie verpassen nichts, Sie tun Ihrem Kind nichts an, Sie schaden Ihrem Kind nicht, sondern geben Ihrem Kind womöglich eine wunderbare Unterstützung und einen wunderbaren Heilungsimpuls. Jeder, der das bei seinen Kindern erfahren hat, wie gut und schnell das wirkt, ist natürlich ein Verfechter für die Homöopathie. Und deswegen existiert die Homöopathie ja noch. Sie wurde ja seit Beginn an lächerlich gemacht. Ne? Alleine diese erstaunlichen Erfolge, gerade in hochakuten Krankheitsfällen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich angefangen habe, aber gerade diese Erfolge haben ihren Grund darin, dass die Homöopathie heute noch existiert. Die Homöopathie war kurz nach ihrer Entdeckung dieses Prinzips, kam es in Europa zu Cholera-Epidemien. Und die Homöopathen hatten die besten Erfolge. Das ist der Grund, weshalb die Homöopathie dann sehr erstarkt ist in Deutschland und Europa. Ja. So, dann gibt es noch ein homöopathisches Durchfallmittel. Das ist ein Mittel, welches sehr häufig gebraucht wird nach Ärger und Demütigung. Ihr Kind wird zurechtgewiesen von jemandem, der das nicht hätte tun sollen oder vor allen Leuten in einer Art und Weise, die dieses Kind als Kränkung empfindet. Dann kann ein Zustand entstehen mit krampfartigen Beschwerden, wo Colocynthes hilft. Sie kennen dieses Krankheitsbild von Wilhelm Busch. Sie haben hier den Schneider Geck, der von Max und Moritz geärgert wurde und aus seiner Hütte gerufen wurde und dann in diese da in diesen Bach gefallen ist. Und danach ärgert er sich so sehr über diese Demütigung, dass er krank wird. Und hier sehen Sie die Modalitäten von Colocynthes. Die hat Wilhelm Busch wunderbar beschrieben. Und zwar die Krankheitsbeschwerden oder die Symptome bessern sich durch heiße Auflagerung. Bei Nux Vomica eben, sehen Sie, habe ich gesagt, Wärme. Ja? Bei Colocynthes spreche ich von heißen Auflagerungen. Die Wärmflasche soll heiß sein, wobei man bei Kindern dann natürlich aufpassen muss, dass sie sich nicht verbrennen. Deshalb Wilhelm Busch hier so schön bildlich dargestellt mit dem Bügeleisen. Ja? Oder durch den starken Druck auf den Bauch. Sie sehen, wie er sich hier auf die Stuhllehne legt mit all seinem Körpergewicht. Also dieser starke Druck, die krümmen sich zusammen und drücken noch zusätzlich mit den Händen rein oder wie er eben hier mit der Stuhllehne in seinen Bauch. Und hier haben wir nochmal die Hitze hier auf dem Backofen. Ne? Wir haben Bügeleisen und Backofen, also oder Ofen. Das ist eben nicht mehr Wärme, das ist Hitze. Ja, das ist eine Steigerung. Und häufig wirklich nach Erfahrungen, die das Kind als entwürdigend und demütigend empfunden haben. Es muss gar nicht so gemeint gewesen sein, aber es gibt sehr stolze Kinder, die da sehr empfindlich drauf sind. Und da können sie diesem Kind dann mit Colocynthes helfen. Und dann sollte man dem Kind auch eine chronische Behandlung zukommen lassen, denn Colocynthes ist eher das Akutmittel. Es gibt dann chronische Mittel, die man dann geben kann, um dieses Kind einfach da ein bisschen selbstbewusster zu machen und dass es sich dann auch entsprechend wehrt oder sich draufsetzt auf die Kritik, also oder sie einfach, ja, ist nicht so getroffen wird in seinem Inneren. Ja. So, dann gibt es noch ein Mittel, das ist relativ selten. Ich erwähne das hier nur, weil es doch manchmal auftritt, eher selten, aber doch manchmal auch auftritt. Das Besondere ist, dass die Beschwerden besser werden durch Rückwärtsbeugen. Also die Kinder krümmen sich nicht zusammen, was ja die meisten Kinder, die Bauchschmerzen haben, die entlasten den Bauch und beugen sich nach vorne. Bei Dioskorea beugen die sich nach hinten, ja, die überstrecken sich. Dann können Sie ziemlich blind dieses Mittel geben. Ist aber auch nicht in jeder Hausapotheke drin.
Aber typischerweise ist es ja so, dass die Kinder dann ja doch recht ähnlich sind in dem akuten Ausdruck ihrer Erkrankung, sodass sie das dann auch durchaus besorgen können. So, ein homöopathisches Durchfallmittel habe ich hier noch, Veratrum Album. Das ist das Mittel, was mir damals geholfen hat, als ich diesen Durchfall hatte und auf allen Vieren in mein Bett zurück musste und gar nicht wusste, ob ich das schaffen würde. Ich hatte also diesen Durchfall gehabt, wo ich mich massiv entleert habe mit, also es war, naja, wässriger Durchfall, also es war eigentlich nur noch Wasser, der wie aus einem Hydranten aus mir rausschoss. Und danach war ich nicht mehr in der Lage, auf zwei Beinen zu gehen. Also diese große Schwäche hatte ich. Dann bestand eine Kaltschweißigkeit. Also ich wusste, ich darf mich jetzt nicht hinstellen. Ich werde ohnmächtig. Also ich war, ich, ne, dieser kalte Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich hatte Durst auf Eiswasser. Aber ich war im Prinzip gar nicht in der Lage, noch an den Wasserhahn zu kommen. Und es ist auch so, ich war mir schon ziemlich klar, dass wenn ich das jetzt trinke, das sofort wieder erbrochen oder abgeführt wird. Und ich war eben kurz vor dem Kreislaufkollaps. Und das ist Veratrum Album. Das ist eines der Mittel, die auch damals, ich habe eben diese Cholera-Epidemie erwähnt, die da sehr gut geholfen hat. Und auch ich habe. Ich war da im Keller irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin dann irgendwie hier die Treppe raufgekommen in mein Arbeitszimmer, um mir Veratrum zu holen. Meine Familie, die lag oben im ersten Stock. Ich konnte gar keine Hilfe holen. Also das ist schon ein dramatischer Zustand auch, ja. Das ist eigentlich Zeitfenster geschlossen bei Ihrem Kind. Sie können das Veratrum geben, während Sie auf den Notarzt rufen, warten. Ja, also das ist ein Zu oder während Sie zum Kinderarzt fahren. Das ist eigentlich schon drüber hinweg. Aber er kann halt sehr, sehr plötzlich kommen, wie das bei, ne, wie das bei mir war, wie ich das Ihnen eben beschrieben habe. Ne, dann können Sie das geben, aber dann leiten Sie auch andere Sachen ein, gerade bei einem Kind. Ich war ja erwachsen, aber bei einem Kind geht das dann sehr, sehr schnell, dass es kreislaufwirksam sind. Also das ist eigentlich der Zustand, Sie geben Veratrum und leiten die anderen Schritte ein, ja, dass sie ärztliche Hilfe suchen. Bei mir hat es sehr, sehr schnell geholfen. Ich war, ja, ich habe. Das, also was dieses Veratrum macht, gefühlsmäßig würde ich sagen, es sortiert die Flüssigkeitsstände im Körper neu, sodass der Kreislauf wieder genug Flüssigkeitsvolumen hat, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Das ist das Gefühl. Vielleicht auch für Sie als Hintergrundinformation, Veratrum Album ist auch eines der Mittel, welches in Südamerika, da gab es ja in den letzten Jahren immer mal Cholera-Ausbrüche, wo auch homöopathische Ärzte unterstützend geholfen haben. Und Veratrum Album ist eins der Mittel gewesen, die da sehr gut geholfen haben und die auch Studien standgehalten haben, dass die Leute weniger Infusionen brauchten, bevor sie entlassen werden konnten. Ja, also schon sehr, ist eine sehr deutliche Wirkung. So, jetzt kommen wir zum Erbrechen. Hier haben wir wieder unseren Kürbis. Den fand ich so ganz passend. So, beim Erbrechen gibt es teilweise gleiche Mittel, die eben auf den ganzen Magen-Darm-Trakt wirken können, also Magen- und Darm-Trakt wirken. Es gibt aber auch Mittel, die hauptsächlich auf den Magen wirken. Und die stelle ich Ihnen jetzt eben noch dar. Die anderen Mittel erwähne ich kurz, ohne sie in voller Länge voll auszubreiten. Auf dem Handzettel stehen sie, aber weil im Prinzip sind Modalitäten da natürlich gleich. Ja. Ipecacuanha, das ist ein indianisches Mittel. Das haben die Indianer früher genommen, wenn sie von einem Stamm eingeladen wurden zu einem Essen, zu einem Fest und sich aber nicht sicher waren, ob die ihnen wirklich wohlgewollen waren oder ob das ein Trick war. Und das haben sie dann genommen, um das Essen später erbrechen zu können wieder und eben nicht vergiftet zu werden. Kennzeichnend, wenn sie es ihrem Kind geben wollen, ist ein unstillbares Erbrechen, welches das Befinden nicht bessert. Normalerweise kennen sie das ja von sich selber und bestimmt auch von ihren Kindern her, dass wenn es einmal erbrochen hat, das Kind, dass es dann erstmal besser geht, dass sie ein bisschen Ruhe haben.
Ja, und nicht es wieder erbricht und nach 10 Minuten wieder erbricht und keine Besserung dazwischen eintritt. Die Zunge ist rein, ja, typischerweise eine rote, reine Zunge, nicht weiß belegt, nicht grau belegt, und die Kinder sind durstlos oder die Personen. Nux vomica hatten wir eben. Erzähle ich jetzt nie was Großes. Das Gefühl, nie fertig zu sein, auch da krampfartiges Brechwürgen, also auch da immer wieder das Gefühl, oh, ich muss noch mal würgen, ich muss noch mal würgen, wie beim Stuhlgang, es kommt noch was, es kommt noch was. Arsenikum, diese große Schwäche, diese Unruhe, die brennenden Schmerzen, besonders wertvoll nach verdorbenem Essen. Ja, da müssen Sie auch wieder aufs Zeitfenster achten. Verdorbenes Essen mit Salmonellenvergiftung kann in einen hochakuten Zustand münden, der Infusionen auch nötig macht. Da haben Sie eben, aber Sie wissen ja, worauf Sie achten müssen. Ja, ich habe Ihnen das jetzt, glaube ich, klar genug gesagt. Sie werden das sicherlich beherzigen können, und es wird Ihnen sicherlich eine Hilfe sein, diese Hinweise. So, ein Mittel hab ich noch nicht erwähnt, das kann zwar auch bei Durchfall vorkommen, natürlich, aber bei Erbrechen finde ich es wertvoller, und zwar Phosphor. Das hatten wir schon bei den Hustenmitteln. Ja. Verlangen besteht dann auf kalte Getränke, die erbrochen werden, aber nicht sofort, sondern nach 10 Minuten, wenn diese Getränke im Magen wa warm geworden sind. Das hat sich bei mir bewährt. Man findet das nicht so schön in der Arzneimittellehre. Also in manchen Arzneimittellehren steht es drin, nicht in allen. Aber bei mir hat sich das bewährt. Also ich gebe Ihnen somit meine Erfahrung hier weiter. Die Schwäche ist bei Phosphor auch sehr groß. Ja, eigentlich die Schwäche ist eigentlich mehr, als man erwarten würde. Also das Kind hat einmal erbrochen, einmal ein bisschen Durchfall gehabt und ist enorm schwach, wie andere Kinder nach 4 Erbrechen und 3 massiven Durchfällen. Ja, diese Schwäche kommt relativ früh bei Phosphor. Pulsatilla hatten wir. Was noch typisch ist, das habe ich eben beim Magen-Darm nicht gesagt, beim Darm, bei dem Durchfall, dieses Erbrechen ist erstaunlich. Da erbricht das Kind nachts um Mitternacht, was es am Tag vorher zum Frühstück gegessen hat. Also da behält der Magen das über 24, 12 Stunden, 16, 18 Stunden im Magen, und dann erst kommt es wieder raus. Die fettigen Mahlzeiten hatte ich eben schon hervorgehoben, die Durstlosigkeit hatte ich auch hervorgehoben. Die muss aber nicht sein. Also bei Pulsatilla ist, wenn das Kind Durst hat, ist das keine Kontraindikation. Ja, meistens sind sie durstlos, aber es kann auch ta tatsächlich anders sein. Also davon lassen Sie sich bitte nicht irritieren. Ja, und dann, genau, bei den anderen Sachen gucken Sie nach. Dann haben wir wieder das Veratrum Album, dieses Kreislaufmittel. Das ist eben, wie gesagt, da ist das Zeitfenster für ein kleines Kind eigentlich schon geschlossen. Da dieser Zustand aber sehr, sehr schnell kommen kann, gebe ich Ihnen dieses Mittel an die Hand. Aber es ist eben auch die Phase, wo Sie jetzt andere Wege gehen müssen. Aber eben, während Sie das einleitende Veratrum Album geben, vielleicht kommt der Notarzt, vielleicht kommen Sie im Krankenhaus an und können unverrichteter Dinge wieder gehen, weil das Kind sich stabilisiert hat. Aber ja. So, ja, das ist, glaube ich, auch klar geworden. So, ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar naturheilkundliche Hinweise. Ach, Entschuldigung, das war jetzt zu schnell. Die warmen Bauchwickel tun sehr, sehr gut, tun der Leber gut, beruhigen alles. Außer, ne, die warmen Bauchwickel, Colocynthis mag es noch ein bisschen wärmer. Ja. Pulsatilla mag die warmen Bauchwickel nicht, die mögen ja eher die Kälte, ja. Arsen mag auch die warmen Bauchwickel, die meisten mögen die warmen Bauchwickel, ja. Die Wärmflasche, die tut gut. Kamillentee in Grenzen. Eine Tasse, geben Sie eine Tasse, geben Sie aber nicht permanent diesen Kamillentee, weil Kamillentee auch reizt. Kamillentee kann dann homöopathisch wirken, aber eine Tasse, wie gesagt, oder ein Fläschchen mit verdünntem Kamillentee können Sie geben. Das kann die Schleimhäute beruhigen. Aber nicht denken, Sie geben noch eine zweite, dritte, vierte Flasche oder Tasse oder Kanne. Das kann einen
einen gereizten Magenschleimhaut aufrecht erhalten. Ich habe diverse Magenschleimhautentzündungen bei Erwachsenen geheilt, in Anführungszeichen, indem ich den Patienten den Kamillentee verboten habe und gesagt habe, sie sollen nach 3 Wochen wiederkommen. Ja. Das ist homöopathisch. Kamillentee ist reizend. Kann homöopathisch dann auch stofflich, nicht homöopathisch, sondern stofflich wirken, indem es dann diesen Reiz setzt. Aber geben Sie dem Kind eher das Kamomilla. Das hilft besser, ja, und Wasser zu trinken oder was immer es trinkt, ja, was immer. Süß, ein bisschen Salz rein, ein bisschen Backpulver rein, aber süß auch durchaus. So, es gibt dann mikrobiologische Mittel, die auch in ihrer Wirksamkeit in Studien auch mittlerweile schon gut beschrieben sind. In ihrer Wirksamkeit, und zwar Parenterol Junior gibt es. Ja, das ist eine Arzneihefe, die verdrängend wirkt auf die pathogenen Keime. Es wirkt sehr effektiv gegen Durchfall und hilft, Erreger aus dem Körper auszuschleusen. Es gibt da, wie gesagt, schon einige gute Studien. Können Sie zu Hause halten und dem Kind das dann geben. Da gibt es so kleine Beutelchen für die ganz kleinen Kinder, für ältere Kinder auch Kapseln. So, dann etwas, noch etwas sehr Wichtiges. Wenn Sie ein Kind haben, welches per Kaiserschnitt geboren wurde, oder ein Frühgeborenes, welches ja auch meist per Kaiserschnitt geboren wurde und noch ein unreifes System hatte, da gibt es ein Präparat von Omnibiotik, das heißt Panda. Da sind die wichtigsten Darmbakterien drin, die den kindlichen Darm besiedeln sollten. Es gibt da mittlerweile schon auch einige gute Studien zu, dass diese Darmbakterien, wenn man die jetzt auch gibt bei kaiserschnittgeborenen Kindern oder frühgeborenen Kindern, dass sie das kindliche Immunsystem regulieren. Und zwar so, dass statistisch signifikant es seltener zu Allergien kommt und seltener zu Infekten kommt. Ja. Ich rate es Ihnen, geben Sie das. Und Sie können das auch, ich gebe das manchmal noch 30-Jährigen, die frühgeboren waren, Kaiserschnitt geboren waren, immer Infekte haben, immer seit Jahren unter einem Reizdarmsyndrom leiden. Und denen gebe ich das 2 Jahre lang tatsächlich täglich, damit dieser Darm sich aufbauen kann. Also schön ist es, wenn Sie Ihrem Kind das relativ früh geben. Da fragt jemand gerade, Parenterol zusätzlich zum homöopathischen Mittel. Das überlasse ich Ihnen, das können Sie machen. Da spricht nichts gegen. Parenterol wirkt nicht so schnell und deutlich. Ja, Sie haben nicht innerhalb von 2 Stunden eine deutliche Besserung, sondern es stabilisiert im Prinzip das Darmmikrobiom, beseitigt auch die pathogenen Reize, sodass es alles ein bisschen leichter macht. Mit homöopathischen Mitteln werden Sie ja sehen, dass innerhalb von 1-2 Stunden die Richtung sich ändert, es zu einer Stabilisierung, einer deutlichen Stabilisierung kommt, das Kind in einen gesunden Schlaf fällt. Und wenn das Kind das einmal hat und sonst nichts mit dem Darm hat und ansonsten gesund ist, brauchen Sie Parenterol nicht zu geben. Aber es gibt ja doch viele Kinder, gerade eben auch diese kaiserschnittgeborenen Kinder oder frühgeborenen Kinder, wo der Darm nicht von Anfang an massiv gestützt wurde, und die neigen zu diesen Magen-Darm-Grippen. Die haben das 6-mal im Jahr. Und da rate ich dazu, zum einen dann wirklich im akuten Parenterol zu geben und chronisch dieses Omnibiotik Panda zu geben. Ja, machen Sie das von Ihrem Kind abhängig. Sie müssen nicht alles machen, was ich Ihnen sage, aber ich denke halt hier jetzt besonders an die Problemkinder, denn ich nehme an, dass hier Eltern, also nicht unbedingt Eltern zuhören, die eigentlich völlig gesunde Kinder haben und einmal im Jahr mal irgendeinen Infekt haben, was sie auch so aussitzen können. Diese Kinder gibt es ja auch, ne? Es gibt ja total stabile Kinder, die einfach mit diesen Infekten gar nichts haben, sondern ich denke ja, dass Eltern interessiert sind, was kann ich machen, was kann ich das nächste Mal machen, welche Zeitfenster habe ich,
wenn Ihr Kind das öfter hat. Und deshalb biete ich ja auch eben in meinem Vortrag nicht nur die homöopathischen Mittel an, die aus dem Akuten rausgehen, verweise auf die chronische Behandlung, sondern ich gebe Ihnen auch mikrobiologische Hinweise, weil da mittlerweile erwiesen ist, dass Sie damit einen stabilisierenden Einfluss auf das Immunsystem haben, wenn die Schleimhautbarriere intakt ist. Sie müssen sich vorstellen, die Schleimhautbarriere ist durchsetzt von Lymphfollikeln, von immunkompetenten Zellen, die alles prüfen, was durch den Darm durchgeht, in den Körper rein, in den Lymph- und Blutkreislauf reinkommt. Und wenn da eine Schwäche besteht, was bei Frühgeborenen und Kaiserschnittgeborenen in besonderem Maße ist, dann haben sie eine permanente Infektanfälligkeit und eine Sensibilisierung auf Stoffe, auf Pollen, auf Allergene und auf Nahrungsmittel, die dann im späteren Jahren zu einem Reizdarmsyndrom führen. Und deshalb diese weiteren Hinweise, weil viele Homöopathen das eben auch nicht machen. Ja, das habe ich Ihnen jetzt gesagt, das Omnibiotic Panda. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage ausreichend beantwortet. So, es gibt aber, also ich möchte jetzt nicht so Schleichwerbung für einzelne Firmen machen, aber wenn ich jetzt nur die Bakterien gebe, dann sind sie auch nicht dankbar. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Ich gebe Ihnen hier noch andere Präparate an, die auch wirklich total gut sind. Also nur weil Omnibiotic ich das als erstes genannt habe, ist das nicht unbedingt das Beste. Sie können auch wechseln. Ja? Es gibt Symbioflor 1. Da geben Sie 3x10 Tropfen. Sie fangen nicht mit den 10 Tropfen an. Sie geben zunächst 2 Tropfen, 3x2 Tropfen, 3x5 Tropfen, ne? Und steigern sich langsam auf 3x10 Tropfen. Und dann können Sie auch einen Nasensprüheinsatz kaufen in der Apotheke, wenn Sie Symbioflor 1 kaufen und das in die Nase sprühen. Interessanterweise tolerieren das die meisten Kinder. Man denkt ja, nee, das machen die Kinder nicht. Aber die merken, dass ihnen das gut tut. Ja, probieren Sie es. Und dann gibt es auch noch Kolibiogen Kinder. Das ist ein sehr gutes Mittel. Das ist auch das teuerste unter den Präparaten jetzt. Ich sage auch manchmal, das ist der Mercedes unter denen. Das ist wirklich gut. Das ist die beiden anderen Mittel, also dieses Omnibiotic Panda, das sind lebende Bakterien. Ja? Das Symbioflor 1 auch. Kolibiogen sind abgetötete E. coli, die ihre Zellhülle, wo nur die Zellhülle vorhanden ist, die aber das Immunsystem, das kindliche Schleimhautimmunsystem genauso stimulieren. Und das ist das harmloseste. Wenn Sie also ein ganz empfindsames Kind haben, ein ganz infektgefährdetes Kind haben und auch denken, oh, lebende Bakterien will ich da gar nicht geben, fangen Sie mit Kolibiogen an. Das ist ein sehr schönes Mittel, ja. Wie gesagt, auch das teuerste, aber gut, ja. Ach so, damit sind wir schon am Ende meines Vortrages. Naja, die Zeit ist ja auch um. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gucke jetzt nochmal in den Chat, ob Sie Fragen haben, weitergehende Fragen haben. Haben Sie nicht? Gucke hier, ich gebe Ihnen hier nochmal ein paar Literaturhinweise, die finden Sie aber auch bei meinen Handzetteln, diese homöopathische Taschenapotheke für Freizeit, Sport und Zuhause von Eberhard Laubender und dann von die homöopathische Hausapotheke von Herrn Bleuel, Herrn Kreisberger und Herrn Rieker. Da habe ich ja. So, nochmal Inhalt von Kolibiogen würden Sie gerne wissen. Ja, gerne. Das sind abgetötete E. coli. Und E. coli leben in Symbiose mit uns. Und zwar, sie stimulieren das Immunsystem des Darmes. Und wenn Sie das ganz sanft machen wollen und ganz vorsichtig, geben Sie nur diese Kapselantigene, also das sind die Kapselhüllen der Kolibiogen. Die Kolibiogen sind abgetötet
stimulieren, aber trotzdem allein durch ihre Anwesenheit stimulieren sie das Immunsystem der Schleimhaut und damit auch Nasen, Rachenraum, also Atemwege und so weiter. Ja, ist fantastisch, ist wirklich gut, klappt gut. Ich meine auch, ich habe jetzt keine Studie im Kopf, aber ich meine auch, dass es da Studien zu gibt, die das zeigen, dass die Infektneigung abnimmt, sowohl von Magen-Darm-Infekten wie auch von Atemwegsinfekten. Es gibt ja keine natürliche Barriere zwischen Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes und der Atemwege Nasen-Rachenraum. Ja, das ist alles das Gleiche. Diese Immunzellen, die wandern nach oben und unten hinweg. So, was haben wir noch? Ja, ich bedanke mich dann für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute mit Ihren Kindern, Ihnen ganz viel Gesundheit für Ihre Kinder. Und Sie können ja jederzeit meine Webinare nochmal nachhören und die Handzettel sich runterladen. Legen Sie sich die irgendwo hin, wo Sie dann abends, wenn so ein Krupphusten besteht, so ein Husten, so eine Paniknacht ist, die es ja immer gibt mit Kindern, wo Sie dann darauf zurückgreifen können und nachgucken können. Ja, alles Gute Ihnen und einen schönen Abend noch.